Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video für Unreal Engine. Heute sehen wir uns Variablen ein und wie man verschiedene Variablentypen auch unter anderem in einen Print String konvertiert. So, dazu fangen wir erstmal an und gehen hier auf Blueprints, auf Open Level Blueprint. Ja. Im letzten Video hatten wir ein Event Begin Play. Sobald das Spiel startet, wird ein Print String ausgegeben mit der Variable Text. Und der Inhalt der Variable Text war Hello World. So. Anhand der Farben können wir erkennen, welche Art von Variablen das in dem Fall ist. Das ist lila oder pink. Es ist pink und der Variablentyp ist String. Ja? Das heißt, der Variablentyp ist String und hier der Node ist auch String. Dieser Node akzeptiert nur String-Werte. Genau, aber was passiert eigentlich, wenn wir eine andere Variablenart, wenn wir zum Beispiel Zahlen wie Float, also Kommazahlen oder Integer, ganze Zahlen im Print-String ausgeben möchten? Dazu hilft uns Unreal Engine sehr, und zwar es konvertiert automatisch. Links habt ihr ein Panel, mit dem ihr Variablen erstellen könnt. Hier klicken wir neben dem Text, den wir hier haben, noch eine weitere Variable. Zum Beispiel geben wir hier ein, ja, Alter. Diese Variable ist kein Boolean, sondern ihr klickt hier drauf und könnt auswählen, was ihr wollt. In dem Fall nehmen wir mal Integer, ganze Zahl. Diejenigen, die vorher schon Programmierung hatten, also sich mit Programmierung auskennen, wissen, dass Integer ganze Zahlen abbilden. So, hier können wir sagen, okay, ja, 34, Alter. Genau. Das ist Integer. Jetzt können wir noch eine Variable nehmen, zum Beispiel, ja, Gesundheit. Und das ist dann vom Typ Float. Floats sind im Gegensatz zu Integer Kommazahlen. Also auch wenn wir 100 eingeben, ist es 100,0. Ja, das genau. So, jetzt haben wir hier drei Variablen. Diese Variablen können wir hier in dieses Feld reinziehen und sie dann linke Maustaste gedrückt halten und dann loslassen. Da habt ihr zwei Möglichkeiten, Get oder Set. Wir nehmen Get, also lesen das aus. So. Ihr seht hier verschiedene Farben, ja. Je nachdem, welche Farbe überall im Unreal Engine links sind Eingabe bzw. Eingangswerte und rechts sind Ausgangswerte. Und je nachdem, welche Farben diese Pins haben, müsste auch der Wert links auch die gleiche Farbe haben, damit der Node auch funktioniert. In dem Fall machen wir mal Folgendes. Hier die Duration, also das gibt an von diesem Print String, wie lange der Text im Viewport zu sehen ist. In dem Fall sind es 5, also 5 Sekunden. Ja. Ihr könnt auch, wenn ihr hier drauf geht mit dem Mauszeiger, da seht ihr auch Float Single Precision, also vom Typ Float, so Display Duration. Jetzt ziehen wir mal ja, nehmen wir das nicht Alter, sondern ja, Zeitdauer. Genau. Jetzt haben wir ganze Zahlen. Genau, 34 Sekunden. Ja, das ist ein bisschen zu lang. Nehmen wir mal 3 Sekunden. Ja. Jetzt haben wir hier, was haben wir gemacht? Wir haben hier vom Typ Integer und hier ist ein Float. Normalerweise geht das nicht, die sind nicht kompatibel miteinander. Aber was macht Epic Games, wenn ihr das zieht, den Pin hierher zieht, dann steht hier Convert Integer to Float. Das heißt, diese Variable wird von einem Integer zu einem Float-Variable umgewandelt. Das macht er automatisch. Und dann habt ihr so einen Pin und jetzt könnt ihr das auch benutzen. Genau, Zeitdauer, wie lange haben wir gesagt? 3 Sekunden. Genau. Jetzt könnt ihr auf Compilen gehen erstmal und auf Play und dann sehen wir schon 3 Sekunden Hello World. Gut, Escape, kommt ihr raus. Genau. Jetzt haben wir Gesundheit hier eingeben, nennen wir das mal Zeitdauer 2. Zeitdauer 2. Genau. So, das ist vom Typ Float.
Und dieser Wert war ja auch, also dieser Eingangswert war ja auch vom Typ Float. Das heißt, in dem Fall müsste es gar kein Problem geben. Unreal Engine braucht diesen Wert nicht umzuwandeln. Und hier steht auch kein PIN. Da können wir direkt den Wert hier eingeben. Wie lang war das jetzt? 0 Sekunden. Ja, sagen wir mal eine Sekunde, nee, 2 Sekunden. Compile, Play. Und dann haben wir 2 Sekunden. Genau. So, zum Beispiel Text. Das ist ja ein String gewesen. Jetzt gibt es auch eine Variable Text. Also es gibt eine Typ-Text-Variable. Das können wir mal erstellen. Ein weiteres Beispiel, sagen wir mal Namen. Und jetzt machen wir den Typ von Text. Ja? Hier ist der Typ von Text. Den ziehen wir rein. Ja? Compilen, damit wir was reinschreiben können. Hallo, meine Lieben. Enter. Gut. Compile. Und jetzt verbinden wir wieder diese Variable mit dem InString. Jetzt seht ihr dort wieder, dass Unreal Engine den Typ Text wieder in einen String umwandeln muss, weil dieser Node ausschließlich nur String akzeptiert. Da seht ihr diesen Konvertierungs-Node. Ja? Das hier kommt Text rein und hier kommt String raus. Jetzt compilen wir wieder. Play. Hallo, meine Lieben. Ja? So. Genau. Jetzt können wir mit Floats auch verschiedene Sachen machen. Ja? Floats das sind ja Kommazahlen und mit Kommazahlen können wir diverse Operationen wie geteilt durch, mal, plus und so weiter und so fort. Hier ist Context-Sensitive, das heißt, die Modes, die relevant sind für eine Float-Variable, die werden hier angezeigt. Wenn ihr das wegklickt, dann werden alle möglichen Arten von Methoden angezeigt, Nodes. Aber wenn ihr hier draufklickt, dann werden die ausgefiltert, quasi die nicht relevant sind für Floats. Da können wir zum Beispiel alle Arten von Rechenoperationen nehmen. In dem Fall nehmen wir mal zum Beispiel Plus und hier steht Operator, Utilities, Operators, Add. Ja. Jetzt können wir zu dieser Variable eine Zahl hinzuaddieren. Ja, sagen wir mal 2,5. Ja. Und dann können wir das hier als Duration eingeben. Ja. Und wie lange müsste es dauern? 2 plus 2,5 sind 4,5. Jetzt können wir diesen PIN auch gleichzeitig als Anzeigewert für diesen Print String nehmen. In welchem Eingangswert werden die Werte angegeben im Viewport? Und zwar in InString. Jetzt ist das ja hier grün, also ein Float, und das ist ein String. Was passiert wieder? Unreal Engine konvertiert das von einem Float zu einem String. Ja, hier seht ihr auch den Convert Node und lässt nur die linke Maustaste und schon habt ihr den Convert Node. Ja? Einmal habt ihr das für die Dauer jetzt und einmal für den Wert, der ausgegeben wird. Jetzt drückt ihr wieder auf Compile, auf Play und schon habt ihr oben links die Anzeige 4,5. Ja? 4,5. 2 plus 2,5. Ihr könnt natürlich auch viele weitere Werte hier einsetzen, eigentlich beliebig viele. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Grenze gibt, aber ihr könntet hier zum Beispiel 2, 3, 9 oder 100, ja, und dann compilen und dann auf Play, und dann habt ihr 116,5. Genau, das war's von mir schon für heute und merkt euch, die Farben definieren die variablen Type. Und Unreal Engine nimmt euch die Arbeit manchmal, die Werte auch umzuwandeln und in die entsprechenden Nodes ja, anzupassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!